Der neue Mindestlohn von 8,50 Euro für Zeitarbeiter. Anne Rosner muss den an ihre Kunden weitergeben. Seit 13 Jahren führt sie ihre Zeitarbeitsfirma in Gelsenkirchen. Ihre Kunden, das sind vor allem Unternehmen der Metall- oder Logistikbranche. Okay, bis gleich. Tschö. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, es ist mir zu teuer, die es wirklich nicht bezahlen können. Das muss man ja auch berücksichtigen. Aber in den Bereichen, in denen wir arbeiten, hauptsächlich in größeren Betrieben, da funktioniert das auch. Die müssen ihre eigenen Leute ja auch nach Tarifverhandlungen höher bezahlen. Also das passt schon. Er profitiert vom neuen Mindestlohn. Marvin Eckelhoff ist Zeitarbeiter. Seine Ausbildung musste er abbrechen. Nun arbeitet er als Helfer. Da wollte ich einmal fragen, wie viele Kollegen kommt er freitags noch mal ins Büro seiner Zeitarbeitsfirma, Formalitäten erledigen, vielleicht einen Lohnvorschuss holen? Dann ist Feierabend. Okay, wunderbar. Am 1. Januar bekommt er 8,50 Euro die Stunde statt bisher 8,19 Euro. Ja, je mehr Geld, desto besser. Ne? Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. So. Reicht denn das überhaupt hin oder ist es nicht noch zu wenig? Ja, das geht. Also ich sag mal so, ich kann davon relativ gut leben. Ich kann meine Miete bezahlen, meinen Strom, mein Telefon, Fernsehen, alles, mein Essen, ja, Klamotten, alles eigentlich. Also von daher, ich bin schon zufrieden, was das angeht. Ja. Marvin Eckelhoff ist einer von 170 Mitarbeitern, die Anne Rosner in ihrer Firma beschäftigt. Für die 61-Jährige ist der Mindestlohn für ihre Branche okay. Sie hofft vor allem, mit dem Tarifabschluss auch das schlechte Image der Zeitarbeit aufzupolieren. Mit der Nachtschicht am Sonntag an. Fragen wegen dem Fahrdienst. Ob das bleibt, Viertel nach neun? Ach, das bleibt. Ihre eigene Firma soll Vorbild sein. In der Zeitarbeit, gerade im unteren Bereich, haben die Leute eine soziale Sicherheit. Der Lohn kommt sehr pünktlich, richtig. Die Leute bekommen Fahrgeld oder werden zur Arbeit hingebracht, je nachdem. Die können sich jede Woche einen Vorschuss abholen. Also ein mittlerweile sehr beliebtes Arbeitsmodell. Und die meisten meiner Mitarbeiter wollen das auch so behalten. Die größte Gewerkschaft, IG Metall, hat den Mindestlohn für die Zeitarbeiter mit ausgehandelt. Für Stefan Schaumburg ist dieser Tarifabschluss aber nur der Anfang. Weil viele Gewerkschaften nicht stark genug sind, einen Mindestlohn auszuhandeln, plädiert er für einen gesetzlich einheitlichen Mindestlohn. Die IG Metall ist in vielen Bereichen zum Glück in der Lage, Tarifstandards durchzusetzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht diese sozialstaatliche Flankierung auch noch brauchen. Und da ist es auch ein Stück weit Solidarität mit Gewerkschaften, die in bestimmten Branchen, das kennen wir auch, nicht die Mächtigkeit haben. Das war bis vor kurzem auch in der Zeitarbeit so, eigenständig Tarifverträge abzuschließen. Bei der Zeitarbeitsfirma in Gelsenkirchen gibt es eine andere Sicht auf die Dinge. Als Unternehmerin kann Anne Rosner einem gesetzlichen Mindestlohn, vor dem sich kein Arbeitgeber in Deutschland drücken kann, gar nichts abgewinnen. Ich bin selbstverständlich gegen einen einheitlichen Mindestlohn. Wir haben eine Tarifautonomie in Deutschland. Das hat sich bewährt in all den Jahren. Jeder Arbeitgeber soll mit seinem Tarifpartner die Verträge machen und der Staat soll sich weitgehend raushalten. Sie befürchtet, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, falls ein gesetzlicher Mindestlohn kommen sollte. Sie nicht? Sie müssen auch noch rein? Sie auch noch? Sie müssen noch zum Arzt rein, ne? Okay. Für ihre eigene Firma trifft das nicht zu. Ihre Mitarbeiter kann sie alle weiter beschäftigen. Denn keiner ihrer Kunden ist wegen der Lohnerhöhung für die Zeitarbeiter abgesprungen. Zumindest bisher.